war super. Ich weiß. Oh, vielen Dank. So. Das war eine kleine Pause. Und nochmal danken hier. Ich sag dir eins. Jeder andere hätte schon lange schlapp gemacht. Sag mal hier, Kümmel zum Beispiel, ja? Ich will mal so sagen, Kolbenfresser in der ersten Runde, wohl? Ach ja, der Memme. Hey, Moment. Was soll denn das heißen? Ach ja, der Mehmet. Na ja, der Mehmet, der hat irgendwie so eine ganz besondere Art. Der einen mit seinen dunklen Augen anschaut. Puh. Ein Döner mit zwei Augen drinne. Was ist dagegen mich? Ich mag Döner. Dann hättest du ja wohl mal reinbeißen können, Wolf. Aber du wolltest ja nicht. Ich wollte schon, aber er nicht. Boah. Ey, was ist hier los? Ey, was heißt denn das? Ich wollte schon, aber er nicht. Der Döner, Mehmet. Also, wir waren im Bütchen. Ich war total heiß. Hungrig. Heißhungrig? Ja. Nee, ist ja nichts passiert. Und dann? Naja, dann bist du gekommen. Und hast mich so lieb getröstet. Aber das heißt ja wohl, ey, ich war für dich nur einem. Und manchmal ist weniger ja auch total viel. Notnagel. Weißt du, und dann kaufen wir so 50 Heizdecken und verscheuern den ganzen Schrott mit einem satten Gewinn an die Schwachmatiker von Altenheim. Du bringst die Kohle und ich bring die Kunden, wohl? Ohne Gewerbeschein ist so etwas absolut illegal. Tut mir leid, bei sowas kann ich aus ethischen und moralischen Gründen nicht mitmachen. Das war wieder typisch, wohl? Alle reden von Aufschwung, aber kein Arsch will was dafür tun. Morgen, Männers. Das sieht hier ja aus wie bei einem Mufti auf dem Trödelmarkt. Kümmel, was ist passiert? Hat man euch aus eurer Wohnung geworfen, ja? Nee, aber eine Nachbarin hat mich mit Steffi in der Eisdiele gesehen. Oh weia, und dann bei Hülya verpfiffen. Nein, aber eine Bekannte von der. Und davon die Tochter, die wischt mit der Hülya in derselben Kolonne. Hör mal, von eurer Sippe kann ja die Stasi noch was lernen. Wunderschönen guten Morgen, Gerda. Also, das ist hier nur vorübergehend. Nur ganz kurz. Eine Notlage sozusagen. Ein Tee vielleicht? Ach ja, Tee. Schwarzer, süßer, starker Tee. Der Lärm der Basare. Sommer, Sonne, Strand und Feigenbäume, das erinnert mich an meinen letzten Urlaub an der türkischen Riviera. Tolle Gegend da. Mit meinem Ex, diesem Schwein, der hinter meinem Rücken den halben Strand gefögelt hat. Ja, und ich nehme an, dass das hier und das da auf ähnliches Verhalten zurückzuführen ist, oder? Das ist ein Irrtum, der sich ganz schnell wieder aufklären wird. Ulf ist total sensibel und so, naja, er ist so feinfühlig. Er ist Künstler, weißt du? Ach so. Einer, der die Kirchenglocken läutet. Hm? Nee, das ist ein Küster. Mach's gut, Steffi. Ja, du auch. Hallo, Martina. Hey, Fritte. Tschüss, Fritte. Martina, warte mal. Du, in der Oper geben sie Mozart. Cosi fan tutte. Und es ist mir gelungen, noch 2 Karten zu erstehen. Auf dem Schwarzmarkt. Huhu, das war doch bestimmt gefährlich. Nein, nein, keine Sorge. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn du mit mir dieses großartige Erlebnis teilen würdest. Weißt du, das Einzige, was wir beide teilen, ist die Luft zum Atmen. Okay? Mach's gut. Hey,
Kopf hoch. Hm? Du findest bestimmt noch eine, die auf Peter Lustig-Typen steht. Du darfst bleiben. Danke. Gerda, danke. Zahlst natürlich Miete. Miete? 250 Euro. 250 Euro? Die Woche. Aber das ist ja wohl... Ja, oder? Du räumst deinen ganzen Krempel hier gleich wieder raus und suchst dir ein lauschiges Plätzchen unter der nächsten Brücke. Bin beim Taibo. Wie lässt sich allen Ernstes bei uns in der Baubude wohnen? Lobo, ich kann so lange bleiben, wie ich will. Hier wie eingewickelt in meinem südländischen Charme. Ja, aber keine Sorge. Hülya wird gleich anrufen und drum betteln, dass ich zu ihr zurückkomme. Asylanten kriegen noch mal einen extra, oder? Ach nee, guck mal, du. Er kommt auch schon. Django hat eine Monatskarte. Hör mal, nach Django sieht das aber nicht aus. Hör mal zu, Cowboy, da hast du bare Steffi aber wohl ganz ordentlich von der Schusswaffe Gebrauch gemacht, was? Steffi, hör doch auf. Ach, sag mal, du hast aber auch einen Verschleiß wie andere Leute beim Toilettenpapier. Hast du schon wieder abserviert oder was? Von wegen abserviert? Zweite Wahl war ja. Na, die Luschen von der Ersatzbank. Sie wollte nämlich mich und nicht ihn. Der Falke vom Bosporus hat gewonnen. Und nicht der Wemser vom Revier. Sogar noch eine kleine Bier weggehauen. Tja, man wird halt älter, ne? Wenn du keinen Pfund mehr hast, kannst du deinem Opa beim Fegen helfen. Wenn Martina ja gesagt hätte, dann hätte ich sie nach der Oper an die Ruhe entführt. Auf einem Teppich aus Rosenblättern sitzend hätten wir ein Candlelight-Dinner genossen. Ein Candle-what? Ein Picknick bei Kerzenlicht. Dann sagt er doch gleich. Und dann hätte ich ein Gedicht von Goethe rezitiert. So dringet ängstlich hin und wieder durch Feld und Busch und Wald mein Blick. Dich rufen alle meine Lieder. Oh, oh komm, Geliebte, mir zurück. Und zum Schluss wären wir dann gemeinsam in den Sonnenaufgang gerudert. Sag mal, hast du zwischen Busch und Wald nicht irgendetwas vergessen? Kümmel, meine Absicht ist ehrenhaft. Ich fühle mich zu ihr hingezogen, aber sie ignoriert mich. Was mache ich bloß falsch? Fritte, die Frauen wollen einen Mann. Und du bist irgendetwas anderes. Hör mal zu. Die Gazellen kriegt der Tiger. Ein Panda-Bär, der kriegt nur einen Haufen Blätter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber ich weiß, wenn du Martina erobern willst, musst du drei Regeln befolgen. Was für drei Regeln? Erstens, ein Mann schaut zu einer Frau niemals auf, sondern immer auf sie herab. Zweitens, ein Mann läuft einer Frau nie hinterher, sondern sie ihm. Drittens, ein Mann nimmt sich eine Frau, die er haben will. Wann, wo und wie er es will. Und das soll funktionieren? Ey, du sprichst hier mit dem Falken vom Bosporus. Ich weiß, wovon ich rede. Glaub mir, Fritte, das Leben ist viel einfacher, als du denkst. Eigentlich habe ich auch nichts mehr zu verlieren. Eben, du kannst nur gewinnen. Einem Mann wie dir liegt die Welt zu Füßen. Du bist der Tiger. Sag es laut, ich bin der Tiger. Ich bin der Tiger. Allah mir Arabim. Lauter, ich will, dass du schreist, dass es von hier unten rauskommt. Ich bin der Tiger. Lauter, ich bin der Tiger. Nochmal. Ich bin der Tiger. Ja, das ist mein Junge. Und jetzt geh da raus und schnapp dir die leckere kleine Gazelle Tiger. Ja.
Du Kümmel, wenn das mit den Regeln wirklich stimmt, warum... Mach dir mal deswegen keinen Kopf. In der Ehe gelten ganz andere Regeln. Hey, und zieh dir mal was Cooles an, ja? Ja. Ich hätte Guru werden sollen. Tag, neu hier? Fritze? Ach ja, war Marion, oder? Fritze, ich bin's, Martina. Ach ja, Martina, okay. Geh mir mal aus der Sonne, Babe. Hey, Jungs. Na, ihr beiden? Engelein. Hey, Martina. Sag mal, wisst ihr, was mit Fritze los ist? Aber auf alle Fälle ist er nicht der Einzige, der hier gerade ein bisschen balla. Pass mal auf, ich zeig dir mal was. Kalle! Nee. Lass mal. Wow. Das ist aber echt seltsam. Was hat er denn? Ist er krank oder so? Er musste wohl begreifen, dass er Bare Steffi nur der Notnagel war. Sie zieht ihm davor. Der Falke von Bosporus. Weißt du was? Du bist und bleibst der schönste und stärkste Onkel Kalle. Das wird schon wieder. Papa, was ich dich ja eigentlich fragen wollte. Kannst du mir deinen Wagen leihen? Ja, sicher. Wozu brauchst du denn? Ulf improvisiert in der Fußgängerzone eine Live-Performance. Und die Passanten, weißt du, die haben so Farbe unter den Füßen und laufen über eine riesige Leinwand. Und Ulf will die Farbe nicht in seinem Cabrio transportieren. Ah, aber in meiner Ascona. Da kann er sich leider knicken, dein Künstler da. Oh, bitte, Papa. Du kannst meinen Wagen haben. Dein Toyota? Das glaube ich jetzt nicht, oder? Oh wow, das ist sau cool von doch jetzt nicht euer Ernst. Kalle, du mauerst doch sonst besoffen besser. Ja, da. Er hat inwendig eine innere Krise. Aber das lockert sich ganz bestimmt bald wieder. Ach, lass mal, Jochen. Sie hat ja recht. Gerda, ich kündige. Morgen seid ihr mir endlich los. Bitte? Kalle, jetzt mach mal hier keinen Scheiß. Nee, Jochen. Meine Zeit ist abgelaufen. Jetzt bitte kommst du mal hier zum Vernunft. Die Steffi, die ist für dich überhaupt keiner da Maßstab. Keiner Maßstab? Deswegen bin ich für sie auch nur der Notnagler, ne? Nee. Mir kannst du gerade noch ein paar Motten anlocken, sonst nichts. Hallo. Kann mir bitte einer von euch mal sagen, was hier abgeht? Ja, Gerda, es ist kompliziert. Ich glaube, ich suche eine leichtere Arbeit. Als Pförtner oder so. Quatsch. Pförtner, wir machen in Heizdecken, wir beide. Todsicheres Geschäft und garantiert leichte Arbeit. Uns winkt die ganz große Kohle, mein Junge, komm. Mein Bauwagen ist eine orientalische Teestube. Mein Praktikant mutiert vom Suppenhuhn zum Supermann. Und mein bester Maurer kündigt, weil er eine Spätkarriere als Pförtner anstrebt. Ich will gar nicht wissen, warum das so ist. Ich möchte nur, dass auf meiner Baustelle wieder ordentliche Zustände herrschen. Ja, da sagst du was, Gerda, du. Wäre schon schön. Ich gib mich Mühe.
Lydia, liebe, schön, dass du anrufst. Was? Ja, ich rufe an. Aber den Lebis haben hier den Leben. Evel. Aber schrei doch nicht so, Liebes. Evel. Lütfen, den Leben. Was? Wie ist hey, Fritte. Ich habe Kalles Wagen zurückgebracht. Weißt du denn, wo er... Fritte? Nun, wart doch mal. Fritte. Sag mal, was soll das denn? Ist der Typ jetzt völlig durchgeknallt? Nein, Hylia. Ja, Hylia. Das wirst du nicht bereuen. Ja, versprochen. Das wird der romantischste Abend deines Lebens. Ja, Heidi Gesellin. Heidi Aschgen. Bis nachher. Es hat geklappt. Hä? Wie du gesagt hast. Ich sehe, wie Martina kommt. Bleib ganz ruhig. Warte, bis sie auf ein paar Meter an mich heran ist und schiebe los. Sie holt auf und ich gebe alles. Und sie gibt auf. Was sagst du? Du bist mit Schubkarre schneller als Martina ohne? Mensch, Kümmel, Regel Nummer 2. Ein Mann läuft niemals einer Frau hinterher, sondern sie ihm. Regel Nummer 2, na klar. Und du wolltest so einen Aufwand betreiben immer. Ein Teppich voller Rosenblätter. Und kein einziger Passant wollte über diese verdammte Leinwand laufen. Ulf ist total deprimiert. Er hat sich in der Nacht in die Leinwand eingewickelt und geweint. Oh je, das kenne ich. Ich habe mir mal selbst die Haare gefärbt. Danach habe ich 3 Tage geheult. Hm. Noch ein Käffchen, Martina? Ja, ich nehme noch einen. Danke. Na, hallo. Ist das nicht die kleine Gazelle, die mir da neulich über den Weg gehüpft ist? Zieh ab, Fritte. Ich bin wirklich nicht in Stimmung für sowas. Ab heute ist dein Platz an meiner Flanke. Oh, Fritte. Die ganze Zeit habe ich mich dagegen gewehrt. Aber jetzt, nach diesem Kuss, ich kann meine Gefühle für dich nicht länger verbergen. Ich kann nicht mehr schlafen, Fritte. Ich kann nicht mehr essen. Ich kann gar nicht erwarten, dass du mich endlich, endlich in Ruhe lässt. Die Gazelle hüpft da mal wieder. Bis später, Tiger. Käfken? Ich will wissen, ob ihr da auch Heizdecken verdickt. Tutte, denn reservier jetzt mal 2 Plätze auf Opa und Kalle für die Moselfahrt. Und leg auch schon mal 50 von die Wärmelappen beiseite, wohl? Ich kenne da eine Menge Halbtote, die haben alle kalte Füße. Ah, Jochen, sag mal, willst du nicht mit Kalle und mir in das Heizdeckengeschäft einsteigen? Zu dritt könnten wir das Ding ganz groß aufziehen, wohl? Lass mich doch mit deinem scheiß Heizdecken da in der Ruhe. Was ich brauche, wohl, das ist ein Heizkörper. So dringend ängstlich hin und wieder. So dringend ängstlich hin und wieder. Durch Feld und Wald und Busch, mein Blick. Dich rufen all meine Glieder. Lieder. Oh, komm, geliebte Hylia, mir zurück. Gar nicht so blöd, dieser Goethe. Wallahi ajaibisch, ja. Jochen, was machst du denn noch hier? Ja. Mach dem um Kalle keinen Kopf, der haut schon nie ab. Aber hundertprozentig haut der ab. Der ist sich todsicher. Ach. Hallo. Kommst du jetzt mal bitte runter von deiner Falke von Bosporus Nummer da? Er ist doch dein Kumpel, oder? Ja, was machen wir jetzt? Ich hätte da schon eine Idee. Da. Heißes Häxchen, attraktiv, Ex-Fotomodell. Eine Frau hat's genommen. Einer Frau wird's ihn auch wohl wieder geben. Verstehst du? Eine Nutte? Ein Häxchen. Ein Häxchen. Aber ich muss jetzt sowieso abbauen. Häxchen Hylia oder was? Hey. Komm, dann hau ab. Aber gehst du am besten hinten rum, nicht, dass du ihn wieder hier, da. Ja, schon klar. Dann müssen wir sowieso langsam mal hier einfliegen, das Häxchen. Meinen guten alten Toyota. Haben wir nicht Spaß gehabt zusammen? Wen haben wir hier drin alle zu liegen gekriegt? Hier,
Jochen, ich glaube dir nicht. Hättest du mir da einer Hure auf den Hals? Kalla, in der Zeitung stand Fotomodel. Es war von mir gut gemeint und ich wollte da... Ja, was wolltest du? Wolltest du mir beweisen? Vielleicht, dass ich bezahlen muss jetzt schon? Für ein Fleischberg? Vorsicht, Cowboy, ja? Es war einer Missverständnis. Einer Missverständnis? Jochen, ich dachte immer, wir zwei, wir wären Freunde. Aber vielleicht war gerade das ja vielleicht einer Missverständnis. Könnte ich das jetzt mal erklären? Da brauchen wir gar nichts mehr zu erklären. Jochen, ich habe in meinem Leben noch nicht einmal für einen Vögeln bezahlt. Ich habe es ja auch bezahlt. Nehmt es bitte nicht persönlich. Minuten hast du noch, Dickersche. Ja, heult wie ein Schloss und hat die Hülya. Und dann hat sie sich auf die Knie geworfen und mich um Vergebung angefleht. Hätte ich etwa Nein sagen können? Ja, klar, Kerl. Opa, weißt du was? Du hast überhaupt keine Ahnung mehr. Hör auf. Ach, Quatsch. Morgen. Hallo. Morgen. Und? Hat das heiße Häschen unseren Frischbraten zum Kochen gebracht? Ist total in der Hose gegangen. Kalle hat alles gemerkt, ist total ausgeflippt. Da kommt die Chefin und steht das Wasser bis zum Hause. Vielleicht braucht ein Haustier. Was? Der macht den Heizdecken mit mir. Opa, halt bloß den Sammel jetzt. Leute, was höre ich da für Sachen? Ja, Gerda. Also ich habe gerade mit einer Freundin telefoniert. Und die hat eine Bekannte. Und von der, die Putzfrau, die hat eine Tochter. Und die arbeitet... Hey, Stasi. Mit Kümmels Frau zusammen. Kümmel, ich weiß alles. Erst in die Oper. Dann ein romantisches Picknick auf einem Teppich von Rosenblättern. Und dann Liebesgedichte bei einer Kanufahrt in den Sonnenaufgang. Alle Achtung, Kümmel. Also so eine romantische Ader hätte ich dir gar nicht zugetraut. Aber meine anteilige Miete kriege ich trotzdem. Was? Aber das waren doch meine Überraschung für Martina. Und mir erzählst du diesen Scheiß? Du musst auf die Frau herabschauen. Die Frau muss dem Mann hinterherlaufen. Der Mann nimmt sich die Frau wann und wo und wie er es will. Sei mal nicht so undankbar. Opa, hast du ein bisschen Geld? Da hast du dich aber mächtig schlecht beraten lassen. Ich hab was mit. Komm mal, Fritze. Trink aber wieder, du. Ja. Fritze, den Rest zieh ich dir vom Lohn ab. Du bist zwar nicht mein Typ, aber so wie du bist, bist du schon ganz in Ordnung. Echt? Ja. Ja, und was ist jetzt mit Kalle? Ich nehme an, das habt ihr hier alles geregelt, oder? Ja, pass mal auf, Gerda. Das ist so. Morgen, Sie Spassemacken! Hier, Jutta, Sabine, Karin, Barbara. Und die wollten mich bezahlen. Oh, also, Jochen, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber ich habe den Eindruck, als wäre Kalle wieder ganz der Alte. Ja, Gerda, aus Polier, du, da hast du wohl schon so deine Tricks drauf. Bin beim Capoeira. Scheiße. Die Heizdecken hätten uns reich gemacht.